Egal, wir gehen rein direkt. Ich würde mir gerne das Video reinziehen von Robert Mark Lehmann, der hier tatsächlich Montana Black eine Ansage drückt. Montana Black, bitte wach auf. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich bin unnormal gespannt. Let's go. Schauen wir rein. Ah ja, okay. Wir können ja... Jetzt wird's gemein. Robert Mark Lehmann, cooler Typ in meinen Augen auf jeden Fall. Setz dich für die richtigen Dinge ein. Jetzt Meeresbiologe okay. Und Tierschützer seines Zeichens. Okay. Einige würden sagen, jetzt legst du dich aber mit dem Falschen an. Oh, ich bin gespannt, Chat. Ich habe keinen Plan, worum es geht. Ehrlich nicht, ne? Okay. Heute legen wir uns mit dem Big Boss an. Okay. Das war richtig. Ja, hat jemand meinen Namen gesagt? Denn ich bin's nicht. Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß. Die Zerstörung von Montana Black. Nein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir müssen mal kurz real talken. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund des realen Talks, des real Talks. Und manchmal muss man auch Leuten mal kurz den Spiegel vorhalten. Okay. Machen wir heute. Ich hab mir einen extra großen Spiegel rausgesucht. Ja. Also ich finde Monte mit den neuen Zähnen 10 von 10. Ich weiß nicht, warum man die im Spiegel vorhalten soll. Ha? Gut, ihr erinnert euch vielleicht, als der gute... Digga, du bist aber auch komisch. Schlägst dich mit Ashraf auf der Gamescom und trägst jetzt einen 6PM-Tanktop. Bro, bist du besoffen? Hast du Crack geraucht? Erstmal, also guck mal, drei Sachen direkt. Erstmal, Ashraf war nicht auf der Gamescom, soweit ich weiß. Ich glaube, der Bro war mit auf Mykonos mit Ron und Nico. Zweitens, ist das kein 6PM-Tanktop. Drittens, habe ich mich nicht mit Ashraf geschlagen. Und viertens, sind Ashraf und ich sogar cool, hä? Digga, also, Bro, hast du Crystal geraucht oder sowas? Lass das mal, holy shit, Digga. Junge, hä? Alte... Mark, Robert, Lehmann, Mark, Jens Lehmann, wie auch immer er heißt. Mark Eggers. Ihr wisst ja, noch kein YouTube hatte. Ja? Saß er mal bei diesem Fritz Gemeinicke auf der Couch und wir haben diesen berühmten 8-Stunden-Stream gemacht, der bis heute legendär ist, der auch wirklich geil war. Und da hat mich Fritz gefragt, sag mal, kennst du eigentlich hier Montana Black? Und der hat ja ein Aquarium und hier und da. Sind und daraus Aquarien entstand dann Scheiß, dieses Video hier, Montes Aquarium. Wir gucken da nochmal ganz kurz rein, was ich da gesagt habe. Das müssen wir uns ja nochmal reinziehen. Okay, nichts mitbekommen. Um das schön aufzubauen, was ich jetzt hier gleich sage. Kennst du Monte? Der hat ein Meerwasser-Aquarium. Das ist auch alles, was ich darüber damals wusste. Ich war ja noch zero im Game. Ne? Brennt sein Aquarium, ist die Frage. Ich hatte keine Ahnung von YouTube, von Instagram, von Twitch, von whatever. Ich wusste aber, dass es einen Montana Black gibt, der ein Aquarium hat. Und das war es eigentlich auch schon, ein Salzwasser-Aquarium. Und der Gemeinicke und Max und Johannes, die wussten natürlich genau damals schon, wenn man über Monte spricht, das gibt ein paar Klicks. Das Video hat natürlich auch ein paar Klicks. Wir hören mal rein, das war ja alles komplett so spontan, hier war nichts gescriptet. Und der Chat schreibt, ich habe direkt rasiert. Also, pass auf, mehr, drei, Monte. Vier Stück. Ja. Jetzt erzähl mal was von Monte, ich hoffe, der guckt das. Ups. Digga, Fritz Meinecke hier. Naja. Okay, du hast gerade dieses Thema Haustiere aufgemacht, ne? Oh, kommen wir zur Kuh. Oder was? Nee, weil generell, ich habe mir halt hier so eine kleine Liste gemacht und da unter anderem steht da halt auch das Thema generell. Das war wirklich das allererste Mal, dass ich gestreamt habe in meinem ganzen Leben bei Fritz Meinecke. Auch das erste Mal, dass ich Fritz getroffen habe in diesem legendären Stream. Und Fritz geht direkt auf die Views. Haustiere auf den Punkt, weil du ja gesagt hast, ne, ist ja logisch, Tiere gehören halt irgendwie einfach dahin, wo sie herkommen. Und du Akani zum Beispiel auf die Mülldeponie. Ne, Akani, kleiner Mann. Auch gerade das Thema hattest mit dem Hund. Keine Ahnung, wenn du in die Zoohandlung siehst, du siehst da wie Fische im Aquarium, die sind ja auch, ich sag mal, dafür gezüchtet. Oder generell, der ganze Haustier. Nein, Akani gehört nicht in mein Herz. Ist wieder Unwissenheit. Ist einmal das, was man so wahrnimmt, ne? Nur mal kurz. Ja, hau raus. Also, nur die Meinung zum Fisch. Ich bin ja Fischexperte. Das ist mein Ding, ne? Also, das ist wirklich so, wenn man da in Deutschland jemanden fragen sollte, also Fisch, ja, meins. Ja. Weil. So, ich mache das seit, jetzt bin jetzt 38, Fische schon immer. Okay. So. Okay, das wird jetzt ein kleiner Talk für Monte. Real Talk. Kennst du Monte? Das ist der Gamer, ne, mit dem hier. Und ja, genau. Ja, okay. So, der ist ja quasi Aquarium. Oh, der hat ein Meerwasser-Aquarium. Der hat so, pass auf, mehr, der drei. Jetzt bin ich mal gespannt. Seht ihr, wie der Gemeine gearbeitet? Kennst du Monte? Ja, Digga, er will direkt dahin pushen, ne? Und zack, ich unwissend volle Möhre reingegangen. Vier Stück. Ja. Jetzt erzähl mal was von Monte, ich hoffe, der guckt das. Weiß pass auf, komm mal. 99% der marinen Fische, also das, was er im Aquarium hat, Salzwasserfische, sind Wildfänge. Das heißt, die kommen aus einem Land, die werden dort gefangen, existieren dort nicht mehr, werden in eine kleine Plastiktüte über Zwischenhändler nach Deutschland gebracht, auf dem Transport sterben bis zu 80%. Boah, krass. Und die fehlen vor Ort. Und manche Aquarianer haben dafür gesorgt, dass es an manchen Inseln diese Fische nicht mehr gibt. Hashtag Bangai-Kardinal. Weil die zu Hause haben wollen, ne? Nur weil sie die zu Hause im Aquarium haben wollen. Ihr kennt alle Dori. Paracanthurus hepatus. Ja, oder Dori halt, ne? Dori, die kleine blaue von Philipp Nemo. Ja. Ne? Das ist der Doktorfisch. Und der Blaue.
Ja. Okay, alles klar. Und die wird gefangen als kleines Baby im Riff, in kleine Plastiktüten gesteckt, 80% sterben auf dem Transport, dann kommt die hier nach Deutschland, kostet 69 Euro um und bei, du packst sie ins Aquarium. 69 Euro für einen Fischsteiger? Und die stirbt dort nach 3 Jahren an HLE, so einer Krankheit, da kriegt die dann Verpilzung und Hautabfaulung im Gesicht, weil die kommen nicht gut klar an Gefangenschaft. Bis jetzt erstmal Real Talk. Nichts Falsches. Okay. Und die ganze Zeit geht es natürlich so weiter. Das war nun mal das Video, was der Gemeinike, guck mal hier, Meeresbelüge über Montana Blacks Aquarium, dessen Folgen. Könnt ihr euch mal anschauen in der Gesamtlänge. Ich wollte jetzt noch mal. Ey. Aber es ist ja das Ding, also es kann ja auch in dem Fall sein, dass Montes Fische alle aus der Zucht kommen und extra dafür gezüchtet worden sind. Ich meine, ich habe 0,0 Ahnung über Aquarien und sowas. Aber es kann ja auch sein, dass die einfach von ihm fair gezüchtet worden sind, oder? Kann das nicht auch sein, Chat? Ging auch ab. Über 1 Million Aufrufe, kein Wunder. Und fast 3000 Kommentare, bla bla bla. Geht nicht. Dafür wurde ich natürlich, da ging es hart Sag zur Sache noch, okay. hinterher, okay. als Kann der man nicht züchten. Das veröffentlicht hatte, okay. war natürlich die Aquarienszene erbost über den bösen Robert Mark Lehmann, der ja nur Lügen verbreitet und gar keine Ahnung hat, weil was weiß der schon? Naja, ihr wisst es ja, ich bin ja nur ein ahnungsloser Meinungsmacher ohne Ahnung. Weder studiert noch größtes Aquarium der Welt, sage ich schon, Europas geleitet. Jetzt wird er schon größenwahnsinnig, der Lehmann. Also ich habe keine Ahnung, ich mache nur Meinung. Okay, dann ist ja gut. So, Monte äußerte sich nie dazu. Ich war ja auch gar nicht im Begriff, irgendwie Monte ans Bein zu pissen oder sonst irgendwas oder war gar nicht daran interessiert, einen Zwist zu erzeugen. Jedenfalls bekam ich einige böse Nachrichten, was mir denn einfällt, so einen Quatsch zu erzählen und zu lügen und so weiter. Ich sag's mal ganz ehrlich, also ich habe mir auch Real Talk noch nie Gedanken darum gemacht, wo so ein Fisch herkommt, wenn er im Aquarium schwimmt, ne? Also ich bin eh kein Aquaristik-Fan, so ich finde Aquarien nice so, aber also ich, weiß ich nicht, würde mir jetzt auch keins in die Wohnung stellen, weil ich finde einen Hund cooler als ein Ding, was da rumschwimmt. Habe ich irgendwie mehr von, keine Ahnung. Und ja, da muss ich wohl sagen, also ich würd mir jetzt auch keins hinstellen, weil ich immer sage, so ein Fisch ja, gehört meines Erachtens auch ins Meer, wa? Oder da, wo er halt hingehört, in den See oder weiß ich was und nicht in Glaskasten, aber hab mir noch nie auch Gedanken darüber gemacht, dass das eventuell schlecht sein könnte für die Fische, weil ich, wie gesagt, da gar nicht in der Thematik bin. Auf der anderen Seite habe ich auch schon mit Leuten darüber gesprochen, die mir gesagt haben, yo, es gibt halt Fische, die haben einen Lebensraum, die bewegen sich nur innerhalb von so und so viel Quadratzentimetern in diesem Aquarium. Die verlassen das gar nicht. Also ich habe da wirklich überhaupt gar keinen... Aber wir schauen einfach mal rein. Ich will mich hier nur nicht verzocken, irgendwas Dummes sagen. Aber gut, in der letzten Zeit habt ihr mir dann ein paar Videos geschickt, die wir uns... Der Jarak-Fisch schmeckt mir am besten. ...anschauen können. Da habe ich so einen kleinen Ordner vorbereitet, okay, Nico, baby, auf meiner thüringischen Festplatte, weil ja einige von euch sehr spitzfindig im Internet unterwegs sind und hier und da aus der einen oder anderen Ecke Videos rausgreifen und mir dann zuschicken, die ich mir unbedingt angucken soll. Das mache ich natürlich auch fleißig und da sind dann solche Sachen dabei. Und... Wenn man sich ein Haustier holt, sollte man es generell aus Rettungsstationen holen. Ungerönt, das ist eine falsche Aussage in meinen Augen, weil nicht jeder Mensch kann mit einem Rettungsstationshund, Katze, Maus auch immer umgehen. Es gibt auch Familien, die besser bedient sind mit einem Hund aus der Zucht, weil der vielleicht pflegeleichter ist, keine psychischen Schäden hat und so weiter und so fort. Also zu generalisieren kann man das nicht. Aber natürlich ist es besser, wenn man halt ein Tier nimmt, was aus der Rettungsstation oder ähnliches kommt, ja. Los geht's. Schau mal, Chat. Heute kommt ein neuer Kollege rein. Big Zitrone. Big Zitrone! Ah. Wie heißt er? Hawaii-Seebaler. Seebaler? Ja, fast. Hawaii-Seebaler. Immer gut, wenn man die Fische, die man im Aquarium hält, die man eine extrem hohe Verantwortung hat, noch nicht mal beim Namen weiß. Aber gut, dann. Ja, gut. Also, die sehen, ja. Ist man sicherlich genau der Richtige. Ja, ja. Der die halten sollte. Der ist schon sehr schön. Ja, aber wie soll ich denn Fisch aus der Rettungsstation? Warum dann züchten, wenn Tierhilfen überlaufen? Ja, weil vielleicht eine Familie, die mit einem Hund, der in Tschechien mit einem Stock geschlagen worden ist, nicht unbedingt umgehen kann, weil der Hund vielleicht psychische Schäden hat und die Familie nicht unbedingt darin ausgebildet ist. Ich sage tendenziell, dass natürlich Rettungsstationen und Gnadenhöfe und sowas eine super feine, gute Sache sind, aber nicht für jeden. Manchmal gibt es auch einfach Hunde, also jetzt bei Hunden weiß ich es zum Beispiel, die halt so geschädigt sind, das ist halt ein Fall für Profis. Den brauchst du nicht unbedingt in eine Familie mit einem Säugling setzen oder sowas. Das ist keine gute Idee, ne? Schön, ja. Der ist sehr schön. Was kostet? 3,99 ist fair. 3,99 ist ein guter Preis. Nee, leider nicht. Der ist wirklich wunderschön. Ich hoffe, ihm wird es gut gehen bei mir. Doch,
Wo war das eigentlich jetzt ein Hawaii-Segelflossendoktor? Ich habe den in der Tüte nicht genau erkannt. Also ich glaube, es ist... Das war Big Zitrone. Ein gelber Segelflossendoktor, aber 3,99 wäre ganz schön teuer. Kam der her? Aus was für eine Der kam aus 800. Ich finde die Frage geil, wo kommt der her? Aus dem 800-Liter-Becken oder aus Hawaii? Der weiß das schon so genau, wo diese Tiere herkommen. Ja, den Punkt fühle ich ein bisschen, wa? Der ist ja quasi jetzt gerettet aus dem 800-Liter-Becken in ein viel größeres Beste. Liter? Also hat er bei mir deutlich mehr. Ja, auf jeden Fall. Naja. Na gut. Okay, wir sehen schon, Onkel Monte weiß, was er sich für Fische kauft. Um euch den, ich glaube, dass es der hier ist. Ich zeige euch den einmal ganz kurz. Ich bin mir aber an der Stelle nicht sicher. Ja klar, Big Zitrone, man sieht's doch. Die ganze Aquaristik-Szene wird mich natürlich in den Kommentaren zerreißen und drunter schreiben, dass ich keine Ahnung habe. Aber ich glaube, es ist Zebra Soma Flavescens, der gelbe Segelflossen-Dr. Fisch. Oder man nennt ihn auch Zitronenflossen-Dr. Oder halt Big Zitrone einfach, ne? Oder Hawaii-Doktor oder wie auch immer. Erkennt man schön an diesem weißen, ausfahrbaren Skalpell. Deswegen gehört er zu den Doktorfischen. Skalpell? Der beliebtesten Aquarienfische, die man aber allerdings nicht mehr fangen darf vor Hawaii, weil sie in zu großen Stückzahlen die Riffe quasi ausgerottet haben. Ja, sowas ist halt Ass, das ist halt scheiße. Ne, nur Zierfische, ne? Also, ja, sowas ist scheiße. Ist ein Fisch, den man mittlerweile in ganz, ganz kleinen Mengen nachzüchten kann. Also das, was ich im Video gesagt habe mit Fritz, dass man viele marine Zierfische... Ja, Digga, Fische, mein Gott, ich muss mich hier... Auch das beschissenste Video für mich wieder, weil ich das Wort Fisch nicht aussprechen kann. Ich muss mich richtig... Also quasi 99% nicht züchten kann, sondern immer aus der Natur entnimmt. Dort fehlen sie dann im Riff oder im Meer. Das ist nach wie vor so. Die gelben Segelflossendoktoren, die man so kaufen kann, stammen nicht alle aus der Zucht, nur ein ganz, ganz geringer Teil. Aber bei ihm weiß man jetzt nicht, ob der Fisch da jetzt herkommt oder nicht. Wenn man da einfach noch nicht so weit ist. Gut, also da... Nur mal noch mal nachgucken. Zebra Soma hast du dir da gekauft. Glaube ich. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich mutmaße nur. So, das war so ein Video, was ihr mir zugeschickt habt, wo ich dann immer denke, warte mal, wenn du ein Salzwasser-Aquarium hältst, was ja schon ziemlich krass ist. Also, ich habe einen Hund, ja. Also da solltest du schon ein absoluter Profi sein und dann noch nicht mal weißt, wie der Fisch heißt. Auf der anderen Seite hat Marcella halt irgendjemand, der sich darum kümmert. Ne? Also das macht es jetzt nicht unbedingt besser. Wie gesagt, wenn ein Meeresbiologe ihm sagt, dass es scheiße ist, wird das so sein, dann wird das nicht gut sein. Aber ich sehe halt auch immer diesen Kerl, der im Hintergrund das Aquarium da sauber macht und sowas und sich um alles kümmert und die Tiere darin füttert. Ne? Also. Das ist schon ein bisschen traurig. Und jetzt, liebe Freunde, hat sich der Montana Black finally zu Marc Robert Lehmann oder wie auch immer der heißt, geäußert. Merkt ihr? Ne, wir gucken es uns erstmal an. Finally hat Monte gesagt, was Phase ist. 30 Seconds davon. Ich bin ganz gespannt. Guck mal, also hör mir noch mal ganz kurz zu. Ich habe gesagt, dass er mit Sicherheit auch viel Richtiges redet. Er bin richtig? Ich. Ja, wahrscheinlich. Er ist ja Profi. Aber ich auf meinen Angestellten, beziehungsweise nicht Angestellten, aber den Angestellten von dem Aquaristikladen höre und mir sein Ratschlag und das, was er sagt, für mich wichtig ist. Verstehe ich auch, weil man vertraut so einer Person ja. Ne? Es ist so, wie wenn ich jetzt, sag ich mal, mit meinem Hund zum Hundetrainer gehe und der Hundetrainer sagt, das und das musst du ihm beibringen, würde ich ihm auch vertrauen, erstmal klar. Okay. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht... Vibrationsalarm kommt noch, keine Sorge. Kritikfähig bin, whatever. Was soll ich denn machen? Okay. Wir machen es ganz so. Ihr seid kleine Idioten. Okay, ich schaue mir jetzt das Video an. Marcel, mach ruhig. Bla bla bla. Und er wird vermutlich sagen, dass das alles scheiße ist und dass die Fische aus ihrer gewohnten Umgebung rausgeholt werden. Dann lasse ich einfach das Wasser raus, spült die Fische die Toilette runter und gut ist. Was wollt ihr jetzt von mir? Marcel kann die jetzt auch nicht, also das ist ja das Ding, die weiß ja keiner, wo die herkommen. Der kann jetzt natürlich auch einen Koffer packen, die alle in Plastikbeutel machen und alle zurückbringen, wo sie herkommen, wa? Digga, ihr müsst auch mal ein bisschen... Ihr müsst auch mal ein bisschen nachdenken wollen. Wieso isst ihr die nicht einfach alle? Er ist Vegetarier. Sagen. Wir gehen da nochmal rein. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Klimabilanz wäre smart, wenn er sie mit Privatjet alle wegfliegt, ja. Damit wir es auch wirklich verstehen. Guck mal, also hör mir nochmal ganz kurz zu. Ich habe gesagt, dass er mit Sicherheit auch viel Richtiges redet. Richtig? Aber auch viel Falsches. Aber ich auf meinen Angestellten, danke, beziehungsweise nicht Angestellten, aber den Angestellten von dem Aquaristikladen höre und mir sein Ratschlag und das, was er sagt, für mich wichtig ist. Ist immer besser, auf den Autoverkäufer zu hören, als auf den Kfz-Mechaniker. Ja, den Punkt fühle ich auch. Klar, also Robert Marc Lehmann hat voll recht damit, aber im Endeffekt so, also wenn du ja zu einem Fachhandel gehst, klar, der will dir was verkaufen, das ist ein Händler, schon richtig, dann würde ich doch erstmal davon ausgehen, dass die mich nicht über den Tisch ziehen und da sich ein bisschen Gedanken drum gemacht haben. Auf der anderen Seite kann es halt auch sein, dass die einen halt vollkommen...
Das ist voll das, wie nennt man das? Ein zweiblättriges Schwertblatt. Digga! Genau, ein zweiseitiges Schwert. So, Digga, what the f***. Immer besser. Wer hat denn mehr Ahnung vom Auto? Der Verkäufer oder der Mechaniker? Okay. Okay? Dann klebt das jetzt wieder, kommt wieder auf TikTok, könnt schon wieder nicht. Leute, nochmal. Ich beschäftige mich, nur für die, die es nicht wissen und jetzt dieses Video sehen, 33 Jahre lang mit der Schule. Ja, der Typ hat einen Plan, der hat Ahnung, natürlich. Eine Diplomarbeit drüber geschrieben, eine Forschungsarbeit drüber geschrieben, Europas größtes Aquarium geleitet, jahrelang selber das Viehzeug gefangen, verkauft, gehalten, geschmuckt, geschummelt und gelogen. Ich kenne mich schon ein bisschen aus. So, und der Fischverkäufer er ist weiß natürlich halt immer daran interessiert, Geld Fische zu verkaufen. Ja, ja, klar. Nicht die Artenschutz, Kunden vernünftig zu beraten, okay, sondern er ist ja an einem Konsum von Tieren interessiert. Hat nichts damit zu tun, dass ich nicht irgendwie kritikfähig bin. Aber was soll ich da machen? Oh. Das werden wir sehen, ob du nicht kritikfähig bist, lieber Monte. Oh. Das ist nämlich eine Kleinstkritik. Ich will dich hier auf gar keinen Fall bloßstellen. Versteh das bitte nicht falsch und auch nicht die Community von Monte falsch verstehen. Schaut euch das Video wirklich bis zum Ende an. Ich möchte nur auf etwas hinweisen und meiner Meinung freien Lauf lassen und euch zum Nachdenken anregen. Ich möchte aber nicht, dass irgendwelche Menschen von mir oder von sonst irgendjemandem dem Monte irgendwie einen Hate gegenüberbringen. Das hat er sicher. Stimmt, er weiß halt, was hinter den Kulissen im Handel mit solchen Meerestieren abgeht und wie die halt gefangen werden und wie nicht cool abläuft. Überfischung und so weiter und so fort, klar. Hat sich nicht verdient. Und wenn er sich das Video von Fritz angeguckt hat, dann ist er ja zum Glück, oder dann ist er ja schon informiert, dann habe ich ja schon alles gesagt. Ich muss mich nur manchmal ein bisschen wiederholen. Ich sage Dinge auch gerne zweimal, ich sage sie aber nicht gerne dreimal. Aber jetzt sage ich sie halt zum zweiten Mal, weil es mir wirklich wichtig ist, weil es mir ein Anliegen ist und vor allen Dingen, lieber Monte, weil du, glaube ich, mit die größte Reichweite da draußen hast. Du bist ein Vorbild für so viele Jugendliche in jeglichster Form. Und ich möchte einfach, dass auch diese Menschen, die dir folgen und denen du ein Vorbild bist, dass sie sich immer für ein Tierwohl entscheiden. Richtig, ja. Für das eigene Ego, solche. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ich kann es auch nicht einschätzen. Glaubt ihr, Chat, dass sehr viele Menschen sich wegen Monte ein Aquarium gezogen haben? Dass die Aquaristik begeistert auf einmal sind? Fische vielleicht dann auch haben zu wollen. Und dass man immer darüber nachdenken sollte, wie geht man mit Tieren um, wo kommen sie her? Und ist ja schon sehr teuer, oder? Persönliche Verhältnis. Habe ich diesen schon Fisch jetzt teuer, gerettet? Ne? Oder habe ich den, weil ich den so geil finde, in meinem Stream hinter mir? Und ich weiß, du bist ein tierlieber Mensch, das haben mir viele Leute erzählt. Und deswegen möchte ich dir gerne einen Kleinstgedankenanstoß mit auf den Weg geben. Kann's schon sein, ne? Das hier ist nur konstruktive Kritik, das ist kein Hate. Bitte nicht falsch verstehen, ganz, ganz wichtig. Okay, wir machen es ganz so. Ihr seid kleine Idioten. Er meint seinen Chat damit, ne? Ja, zum Glück spricht er nicht so mit meinem Chat. Okay, ich schaue mir jetzt das Video an von Marc bla 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 und er wird... Wisst ihr, dass immer... Wenn mich Leute kritisieren oder haten oder mich nicht leiden können, dass sie dann immer mit Absicht meinen Namen falsch aussprechen, wo ich doch eigentlich denke, so schwer ist das doch nicht. Das hatten wir ja schon mal beim Yoshinato und bei Max wie mal angeln oder wie auch immer die heißen. Ich sage ja auch nicht Spontana White, also ich sage ja auch Montana Black, so wie du halt heißt. Das ist ja alles gar nicht so schwer. Aber immer dieses... Oh, dieses Marc blablabla. Vielleicht nenne ich meinen Kanal einfach mal um in Marc Robert Jens blablabla Lehmann. Ja, aber das ist ja bei Monte auch so ein Gag-Ding, oder? Lehmke. Ich muss nicht sagen, dass das alles scheiße ist. Ich glaube, das ist auch kein persönlicher Angriff. Ich glaube, Dinger, das ist halt Monte. Der Mann hat Alzheimer im Endstadion, so, oder? Bro, der vergisst seinen eigenen Namen, wenn er morgens aufsteht, ne? Und dass die Fische aus ihrer gewohnten Umgebung rausgeholt werden, dann lass ich einfach das Wasser raus. Spült die Fische die Toilette runter und gut ist. Was? Das ist immer die beste Lösung, wenn der Meeresbiologe sagt, du das mit den... Ja, das ist natürlich halt zynistisch und dumm. Ne? Fischen, das kannst du nochmal überlegen, weil die sterben beim Transport, beim Fangen, die fehlen im Ökosystem, die sind alles Wildfänge. Dann muss man das Wasser rauslassen und sie die Toilette runterspülen. Ja, das ist halt natürlich stupid. Das ist eine ganz schöne Trotz- und kindliche Reaktion, die ich persönlich sehr dumm finde. Ja, ja. Und die überhaupt nicht, das zeigt, dass er nicht kritikfähig ist, sondern einfach nur, dass es eine dumme Reaktion. Das ist völlig bescheuert. Was jetzt von mir? Was wir von dir wollen ist, oder was ich von dir möchte, lieber Montana, ist, dass du dein Einsicht. Gehirn einschaltest und dass du darüber nachdenkst, was du mit diesen Tieren machst und was du für eine Vorbildfunktion in Bezug auf die Haltung von Tieren hast. Und ich möchte... Also er kann jetzt halt gerade nichts machen, ne, Montana. Also er kann sie halt nicht zurückbringen, er kann sie nicht im Klo runterspülen, sie müssen halt da drin bleiben und dann muss er halt warten, bis das Aquarium langsam leer gestorben ist und dann packt er da was anderes rein. Keine Ahnung, Alter. Soll er sich einen Taucher holen, der da immer rumschwimmt im Aquarium für den Stream? Ist doch auch lustig. Einfach... dass man da vielleicht in der Zukunft umdenken kann und das eigene Ego einfach zurückstellt und sich in die Lage der Tiere versetzt. Wollt ihr jetzt von mir? Das will ich von dir. Ja, okay, ein bisschen einfühlsam für die Tiere fühle ich. Ihr müsst auch mal ein bisschen... Er kann auch aufhören, neue zu kaufen, fühle ich auch.
Nee, ich habe noch nie über ein Aquarium nachgedacht. Ich finde Aquarien dumm. Keine Ahnung. Ich finde die schön, aber ich finde, also brauche ich nicht. Es wäre mir viel zu viel Arbeit, Alter. Daher, wenn ich ein Becken voller Wasser haben will, Alter, dann mache ich mir die Badewanne voll, leg mich da selber rein, Junge. Nachdenken. So, und genau darum geht's. Wir wollen jetzt alle mal ein bisschen nachdenken. Okay. Weil das Video habt ihr mir geschickt. Ihr wolltet, dass ich es mir angucke. Es gibt auch noch mehr dieser Kategorie. Dann soll der ins Aquarium, passt auf, jetzt kommt's, Chat. Dümmster Vorschlag kommt jetzt von mir. Aquarium leer machen und einfach Wasser raus, eine andere bedrohte Lebensart, und zwar so Amphibien, die so richtig selten sind und richtig schlecht in Gefangenschaft klarkommen, da reinsetzen. Dann ist das Problem gelöst. Dann regt sich nicht mehr Robert Mark Lehmann auf, sondern einfach ein anderer. Wo man sieht, wie sehr sich der Monte mit Fischen beschäftigt. Gehen wir nochmal rein. Ja, nicht nur die Fische sind schwer ranzukommen. Dann Corona. So, bisschen shoppen. Auswahl ist nicht so klasse. Bisschen shoppen. Gefangene Tiere aus dem Ausland, bisschen shoppen. Das sind so, das ist so die Degradierung. Ja, den Punkt sehe ich schon. Auf der anderen Seite glaube ich halt, also das ist das Ding. Ich finde es gut, ein Großteil der Leute, die halt, sag ich mal so, Fische kaufen, haben sich wahrscheinlich nie damit auseinandergesetzt, ne? Also da machen sich da gar keine Gedanken drüber. Von Tieren zu Objekten mag ich gar nicht. Corona. Aber der Kollege hier, wo ist er? Da? Ah, der Kollege, das ist übrigens ein Fuchsgesicht, liebe Freunde. Nee, das ist ein Fisch, bist du blöd? Schwanz heißt der, ne? Nee. Fuchsgesicht, so war das. Oh. Der kommt mit zu mir. Fast, ob Schwanz oder Gesicht, Hauptsache Fuchs. Ja, also er hängt sich hier auch gerne an Kleinigkeiten auf. So ein bisschen zynistisch ist er schon, ne? Der mit nach Hause. Der ist von der Beckenauflösung. Von da wird nicht ausgewählt nach, passt der zu meinem Besatz und zu meinen Wasserwerten und zu meinem Fischbesatz. Da wird ausgewählt nach, boah, ist der schön. Okay. Irgendjemand anderen. Auch ein Punkt, den ich sehe, ja klar, jedes Wasser hat ein anderes Ökosystem und so weiter und so fort. 500 Liter hatte der vorher, jetzt kommt er bei mir unten rein. Wie viel hat unten bei mir? 1700? Ungefähr, ja. 1700, ja. Den nehme ich mit, der ist hübsch. Ist er. Hab ich selber früher auch gehalten, wunderschöner Fisch. Sich wohl bei mir fühlen. Echt geil. Ich hatte auch mal schon so einer. Bisschen giftig. Aber der ist irgendwann gestorben. Giftig ist der? Am Rückenstamm. Und der ist auch zutraulich, das finde ich auch. Ah, hat er schon mal einen, ist gestorben. Schön. Aber gut. Ah, hast du Hunger? Bei mir gibt's Essen im Überfluss, vertrau mir, Bruder. Er ist halt ein Tierfreund. Also das ist ja das Ding. Bei Marcel merkt man halt, er macht das ja nicht aus einer bösen Absicht heraus. So, ich will ihn jetzt auch nicht verteidigen. Ich glaube, ein bisschen mehr Informationen zu dem Thema täte ihm sicherlich gut. Aber man merkt ja, er ist voll der Tierfreund und er will sich ja voll mit den Tieren noch auseinandersetzen. Er ist ja voll der tierliebe Kerl. Also ich kenne ernsthaft keinen Menschen, der so tierlieb ist wie Marcel eigentlich. Ne? Er ist einfach nur begeistert ein bisschen davon und war vielleicht immer der Annahme, dass Aquarien eine okaye Sache sind, weil so ein Fisch sich wahrscheinlich nicht so viel bewegt. Ich sage euch ehrlich, ich habe mich mit dem Thema auch nie so auseinandergesetzt, ne? Na, wo ist er? Mein Monte. Sag mal her, wie heißt der? Das ist ein Weißkäse-Doktor. Ein Weißkäse-Doktor. Mann, das finde ich so krass. Das ist wirklich Salzwasser-Aquarium. Das ist wirklich kein Pipifax. Das wird die Aquaristik-Szene auch so sehen. Das ist wirklich, das ist das Ultra-Profi-Business. Das ist Formel 1, in der sich hier bewegt. Und wenn du dich da nicht auskennst und noch nicht mal weißt, dass es ein Weißkäse-Doktorfisch ist, das ist einer der am schwierigsten zu haltenden Doktorfischarten überhaupt, ja, aus meiner Sicht. Ich habe den früher auch gehalten. Das ist eine Katastrophe. Der ist wirklich, das ist eine komplizierte Pussy, hätte ich beinahe gesagt. Der zippelt schnell mal weg. Und auch hier, der Weißkehl-Doktor nicht nachzuzüchten. Also ich sag's euch ehrlich, es ist wie bei einem Vogel, ne, so ein Wellensittich gehört auch nicht in den Käfig. Würde ich jetzt bei einem Fisch auch mal im Aquarium auch sagen. Aber auch da wieder, man macht sich da halt, glaube ich, wenig Gedanken drüber, ne? So ist es ist halt immer normal gewesen, Aquarium zu haben. Und jetzt ist es gut, dass Leute wie Robert Mark Lehmann gibt, die halt Leute darauf hinweisen, glaube ich, ne? Kleinstchargen schon gelungen in einem Labor in den USA, aber alles Wildfänge, bups. Skill-Doktor. Übrigens, wunderschön, für mich in der Salzwasser-Aquaristik, Top 3 der schönsten Fische. Wunderschönes Tier. Ui, warte mal. Ja, da sieht man ihn jetzt nicht so gut. Boah, der ist so wunderschön. Der ist echt geil. Der ist nice, ja. So. Also man merkt ja auch bei Marcel voll die Begeisterung dafür. Ist das? Das ist ein, oh Gott, westlicher Segelflossen. Wie heißt der hier? Alter, der westliche Segelflossendoktor. Oder auch, der heißt glaube ich auch indischer Segelflossendoktor. Doktor. Sehen wir ihn auch mal. Westlicher Segelflossendoktor. Es gibt auch einen östlichen, aber das ist der westliche, das ist der indische Segelflossendoktor, habe ich früher auch gehalten. Ist ein schöner, großer Doktorfisch. Eigentlich gehört kein Tier eingesperrt. Ja, actually true. Übrigens in seinem Darm die größten Bakterien, die es auf der Welt gibt, die man fasst. Also das Ding ist halt, Leute kommen immer mit dem Hunde-Fisch-Vergleich so, Fischvergleich. Ein Hund ist ja domestiziert, also Hunde sind ja daraufhin gezüchtet worden, bei Menschen zu leben. Aber bei einem Meereslebewesen ist es halt anders, ne? Aber auch nur fast mit bloßem Auge sehen kann. Also wirklich die größten Bakterien aller Zeiten. Warum das so ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ich weiß noch diesen Fakt über ihn. Ist mittel zu halten und aus meiner Sicht sind mir auch keine Nachzuchten bekannt. Habe ich in 2 Minuten vergessen. Aber habe ich in 2 Minuten vergessen, wie er heißt. Na gut. Ich finde,
wenn du als Formel-1-Fahrer nicht mal weißt, wie deine Reifen heißen oder den Motor, den du fährst, wird es ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, das Vorwissen ist ein bisschen das, was ihn stört, so, ne? Dass Marcel da nicht so den Plan von hat. War ich mal Story gerade, Digga. Das sind die drei neuen Fische hier, die ich mir geholt. Da sind sie auch, ne? Hier haben wir das Fuchsgesicht, den westlichen oder den indischen Segelflossendoktor. Und das hier hinten ist eine Gehirnalemone, die kenne ich. Und hier den Weißkehl. Ja, und hier haben wir eine Steinpilzkoralle. Doktor. Ich bin da richtig drin. Und ey, wunderschöne Fische. Wert dieser Tiere. Ja, der Doktorfisch hat tatsächlich promoviert. Der hat eine Doktorarbeit geschrieben. Hier zusammen über 1000 Euro. Nur mal so, in welcher Liga sich das abspielt. Extrem schwierig. Also der hier. Nein, Chat, also er geilt sich mit Fachwissen nicht auf. Ich glaube, Robert ist halt wirklich an der Stelle einfach wichtig, dass halt Informationen darüber gespreadet werden. Das ist schon gut so. Der ist schwierig zu halten. Die sind so mittelmäßig in der Aquaristik, aber auch der hat eigentlich hohe Ansprüche. Was die Ernährung betrifft, Strömungen, Wasserwerte, Größe des Beckens und so weiter. Eigentlich Fische, die auch so in dieser Zusammensetzung so nicht vorkommen. Da tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer. Einfach nach Schönheit gekauft. So, liebe Aquaristik-Szene, jetzt bitte unten in den Kommentaren. Der Lehmann hat ja... Der ist einfach unbeschreiblich schön. Ist er wirklich, Das ist das Fuchsgesicht. Der stellt hinten, der hat giftige Stacheln am Rücken. Ah, habt ihr gesehen? Hinten die Stacheln? Na komm, zeig sie nochmal. Wie bereitet man die denn zu? Na komm, zeig sie nochmal. Naja, vielleicht hat man es kurz gesehen. Ich sag ja, dass es kein Aufteilen ist, ne? Was sind die drei neuen Fische? Mal aufgeilen. Er will halt nur Fakten spreaden. Das ist ja das Ding. Wunderschön, wie ich finde. Ja. Er ist also unbeschreiblich schön. Aber sehe ich genauso. Er ist unbeschreiblich schön. Aber man kann die Ruhe essen. Gesicht auch, wie der jetzt genau heißt. Habe ich ja gestern in der Story gesagt, habe ich natürlich wieder vergessen. Oh Mann, ey. Also ich sehe seinen Punkt schon. Ich sehe seinen Punkt schon. Er denkt so, yo, da ist irgendein reicher YouTuber, der kauft sich jetzt irgendwelche seltenen Lebewesen, die nicht eingesperrt hören, hat keine Informationen, dementsprechend auch keinen Respekt über diese Tiere, bla bla bla. Ich weiß schon, was er meint. Oh, sind die schön. Dankeschön, Robin, für die 3,33 Euro. Freut mich, dass das Boot dir gefallen hat. Dankeschön. Kuss. Ego. Danke, Robin. Gut für die Moschpitz. Versus Kenntnis und mit der Thematik beschäftigen, ist ein bisschen schade, gell? Ich weiß, was er meint. Aber er ist also einer der schönsten Fische, den ich jemals hatte, Digga. Boah, also auch wirklich ein schönes Exemplar, natürlich hier hinten einen kleinen Cut, aber ansonsten wunderschön wird es auch nicht lange machen. Ich kenne so ein paar Leute, die ihre Lippen operieren haben, genauso jetzt aussehen, schlimm. Exemplar, natürlich hier hinten einen kleinen Cut, aber ansonsten wunderschön wird es auch nicht lange machen. Wir haben auch ganz oft HLE-Probleme, also diese Lateral-Line-Krankheit bei den Doktorfischen sehr häufig. Tiere, die für mich rein in die freie Natur gehören. Würde mich mal interessieren, welche, ob es wirklich alle drei Wildfänge sind. Wirklich wunderschön. Holy shit, Mann. Ja, so, eins habe ich noch für euch. Schön, dass ihr mir sowas immer zuschickt. Das mag ich sehr, weil dann kann ich natürlich prima damit arbeiten. Ich frage mich jetzt nur, was erwartet er jetzt von ihm? Also er soll sich mehr damit auseinandersetzen und kann Monty jetzt die Lebensbedingungen noch mehr verbessern, indem er das Aquarium noch größer macht oder wie? Also zumindest wäre, glaube ich, der beste Move, wenn er jetzt aufhört, solche seltenen Fische zu kaufen, ne? Ja, aber da kann man nicht so eine dicke Moräne reintun wie die hier. Oh, Moränen sind ernst cool. Ich finde die so nice. Und ich schwöre, so eine Moräne erinnert mich immer an Trimax beim Saufen. Der guckt genau. Ehrlich jetzt, wenn Trimax besoffen ist, guckt er genau so, Chat. Ach, schön. Genau so. Genauso guckt Trimax, wenn er besoffen ist. So, mein neuer Mitbewohner. Das ist ein, ich weiß nicht die genaue Bezeichnung. Also auch im Süßwasserbereich ist der Herr Black nicht besonders bewandert. Schade. Kann man aber auch Süßwasserdelfin nennen. Ah, kann man, ist aber nicht richtig. Ist richtig, man kann ihn so nennen, aber es ist natürlich kein Delfin. 70 cm, wunderschönes Tier. Groß aber, ne? Mhm. Komm, zeig dich mal. Der kommt jetzt ins Becken rein. Oh mein Gott. Wunderschön. Wollte ich damals, als ich noch Süßwasser-Aquarianer war, unbedingt haben. Gab es bei mir leider nicht. Ist ganz schwer zu kriegen. Sehr, sehr geiler Fisch. Ja. Cool aus. True. Ja, Kollege. Sambesi, da kommen sie her. Wunderschön. Wunderschön. Ja gut, Bro. Also die Story, also Marcel, die Story... Die Story hättest du dir actually sparen können, Bro. Och, Dicker. Nein. Bro, Marcel, bitte. Komm schon. Mhm. Bruder. So enden ja viele Aquarienfische in Deutschland. Ihr wisst, es ist das häufigste Haustier der Deutschen überall. Warte mal, also jetzt mal ganz kurz. Jetzt unabhängig von... Schade um den... Bro, du kannst doch nicht so ein Riesending das Klo runterspülen. Das verstopft dir doch. Wenn ich so eine Kackwurst legen würde, holy shit. Also... Und,
zur Kommentarfunktion zugelassen. So, jetzt wollen wir aber noch mal ganz kurz in die Fische reingehen. Wie gesagt, hier Acanthurus leucesteron, Leucesteron, der Weißkehl, Doktorfisch. Wie gesagt, mir persönlich keine Nachzuchten bekannt, was der Montana hier gekauft hat. Okay. Außer einmal kurz in der Burgelung, aber nicht kommerziell verfügbar. Nee, also wird sicherlich ein Wildfang sein, aus meiner Sicht. Wenn es anders war, Montana, bitte unten schreiben oder auch alles das Aquariengeschäft. Okay, das wusste ich zum Beispiel auch, das sind alles verbotene Wildfänge. Ich darf mich gerne eines Besseren belehren. Und ob er noch lebt, würde mich interessieren. Ich finde, man sollte immer wenigstens den Namen kennen. Weil davon abhängig ist ja auch, was man denn füttert, wie sie zu halten sind und so weiter. Das fände ich schon schön. Dann haben wir das Fuchsgesicht gehabt, der Siganus Unimaculatus. Ja, der ist chillig, der ist cool, der sieht wirklich cool aus. Ich habe vorhin Aber klar, der sieht natürlich im offenen Meer immer besser aus, ne? Herausgefunden, dass wohl das Brüten einmal kurz funktioniert hat, aber auch nicht im kommerziellen Business. Mir persönlich auch nicht bekannt, aber im Kleinstrahmen wohl irgendwo kleinstverfügbar möglich. Aber 100.000 davon werden ja jedes Jahr gefangen und krass. Verkauft. Krass. Ich liebe Fuchsgesichter. Sehr. Wunderschöner Fisch, hat mir auch selber immer viel Freude bereitet, den persönlich zu halten. Mein Hund ist so, dann haben wir noch den westlichen Segelflossendoktor. Digga, wirklich, der ist so faul, dieser Hund, ehrlich, egal. Bei den Zebrasoma des Jardinii. Auch der ist mir nicht bekannt, dass man ihn brüten kann, beziehungsweise nachzüchten kann, nur in ganzen, ganz krassen Ausnahmefällen. Mir sind zwei Sachen vielleicht, aber ich konnte es nicht richtig recherchieren, war nicht verfügbar, der mit den großen Darmbakterien. Ich habe mir auch, ein Fuchsgesicht gezogen, actually, Chat. Guck mal, das Ding ist bei dem, der ist super, der ist wirklich gut, hat aber halt extremen Mundgeruch, ja. Also da vielleicht nochmal Stellung beziehen, was man da machen kann. Schöner Fisch. Hat mir auch viel Spaß gemacht, den zu halten. Und der letzte, der Süßwasserdelfin, das ist er hier. Das ist der gute alte Mormyrus Longi. Ja, stinkt wirklich so gottlos. Rostris wegen seiner langen Schnauze. Ne? Longi Rostris, anderes Futter, ja, der muss zum Zahnarzt gut ableiten. Ich glaube, er heißt auch, nicht, dass ich jetzt verwechsle, liebe Aquarianer, jetzt müsste man so einen Profi haben, wie den Izzy oder so, der sagt, ich glaube, es ist der... Den schlechten Zahn? Nee, er hat Zahnstein ein bisschen, aber schlechten Zahn hat er nicht. Er putzt heute Abend nochmal Zähne. Große afrikanische Rüsselfisch, oder? Der große afrikanische Elefantenrüsselfisch. Ist er das? So nennt man mich auch. Es gibt einen kleinen und es gibt einen großen. Ich glaube, es ist der große. Und dann schaut euch mal an, wie groß die eigentlich werden. Also perfekte Aquarienfische. Boah. Übrigens auch nicht Captive Bred möglich, sondern immer Wildfänge. Naja, aber was weiß ich schon? Aber was sagt er jetzt? Ich wollte gespannt. Nur eins sagen, lieber Monte. Und das ist jetzt die Ansage, die Ansprache. Du hast aus meiner Sicht, bist du ein sehr tierlieber Mensch. Ja. Zumindest wurde mir das so zugetragen. Und ich glaube auch, dass du die Tiere liebst, und zwar sehr. Und gerade die Fische, die bedeuten dir sehr, sehr viel. Genauso wie sie mir damals sehr, sehr viel bedeutet haben. Und ich habe die auch jeden Einzelnen geliebt. Und ich habe natürlich mich selbst nie hinterfragt. Oh, Pastore, Kurs geht raus. Dankeschön, Bro. Wie geht's denen? Sind die Haltungsbedingungen optimal? Wie viele sind auf dem Transport gestorben, weil man das gar nicht wissen kann? Du kannst deinen Zoohändler nicht fragen, sag mal, wie viele... Klar, der Zoohändler sieht ja nur, was ankommt, ne? Paracanthurus hepatus sind auf dem Weg hierher gestorben. Ja, Monte kann das Wort nicht mal aussprechen. Ist ein bisschen schwierig. Das wird er kaum nachvollziehen können. Und die sagen natürlich immer, gar keiner. Das wäre ja völliger Nonsens und kommerzmäßig völliger Schwachsinn. Du hast eine große Vorbildfunktion. Du bist ein tierlieber Mensch. Du bewegst Jugendliche in ihren Charakterzügen, in ihren Ausprägung zur Welt, und ich finde, man könnte mal damit nachdenken oder darüber nachdenken, wie auch das Verhältnis zu Salzwasser- oder auch Süßwasserfischen sein könnte. Also das eigene Ego hinten anstellen und an die Tiere denken. Das wäre mir sehr lieb. Das bedeutet aber nicht, dass du das Wasser rauslassen sollst und die Fische das Klo runterspülen sollst. Das macht man natürlich mit den Toten, was ja auch nicht unhäufig vorkommt. Immer mal wieder. Und wenn du schon Fische kaufst, dann wäre es mir sehr wichtig, dass du dich zumindest mit denen beschäftigst und weißt, wie sie heißen, was sie so machen, was sie für Bedürfnisse haben und wie man sie richtig pflegt. Das wäre nämlich auch mein Tipp an dich, weil du ja gefragt hast. Also Fellpflege mache ich mit meinem Hund, danke Chat. Was soll ich denn machen, Idioten? Ja, die Idioten wie ich, die würden dir jetzt raten, pfleg die Fische so gut es geht zu Ende oder von deinem Pfleger oder deinen Angestellten. Ja. Die sollten das tun. Mach denen von deinem Pfleger ein so schönes Leben wie möglich. Das wäre mir sehr wichtig, und kauf einfach keine neuen. Ja, das ist ein Punkt, sei nicht Teil dieses Netzwerks der Tiere aus den Meeren holen und zu Hause einsperren, sperren fürs eigene Vergnügen. Mach das nicht. Punkt, einfach fühlig. Quatsch. Es gibt doch so elektrische Dinger, die man sich ins Wasser setzen kann, auf Ernst. Ist überholt, und viele Menschen kommen schon auf den Trichter, und alle, die es immer noch tun. Das ist genauso wie irgendwann halt auch Benzinautofahren überholt sein wird. Das ist halt einfach nicht mehr modern. Genauso wie Fleischessen irgendwann nicht mehr modern sein wird. Das wird sich alles noch ändern. Also je mehr wir darüber wissen und je mehr wir wissen, was wir unserem Planeten antun, umso mehr reflektieren wir auch und lassen sowas sein. Nicht für die Natur. Was mit meinem Mikro? Mein Mikro was? Ihr macht das nur für euch. Und das ist, finde ich, eine Überlegung wert. Alles gut. Jetzt aus meiner Sicht.
meine persönliche Meinung. Ja? Mhm. Und jetzt dürft ihr mich gerne unten in den Kommentaren zerreißen. Dieses Video bis zum Get-No-Disliken. Onkel Monte davon erzählen, wie böse der Robert wieder war. Marc-Robert Lehmann, get on my level. Good video aber. I like. Daumen nach oben. Sehr nice.